Willkommen, meine Entchen, zurück zu War Thunder Ground Forces. Wie versprochen, heute mit den Amis. Und bevor wir hier weitermachen, muss ich mal ganz kurz hier schauen. M4A1 hatte nicht viele Punkte, genauso wie der hier. Ach komm, wir gehen direkt in die Schlacht, will ich mal meinen. Wir fahren einfach los. Das wird der schon schaffen. Ich gucke mir hier gerade so nebenbei mal links die ganzen Daten an. Der kann echt nur 40 Stundenkilometer fahren. Oh, 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 jetzt wird's interessant. Jetzt wird es wirklich interessant. Die Map ist richtig interessant zu spielen. Allerdings, wenn man das falsche Team hat, ist die Runde sofort Ende. Und wenn man halt falsch fährt. Nehmen wir es mal so. Also machst du hier einen Fehler, ist Ende. So könnte man es ganz gut nennen. Ja, mit was fahren wir da los, ist jetzt die Sache. Ich wollte mal den östlichen Einstiegspunkt wählen. Und wir fahren los mit dem M5A1. Mit dem Stuart. Doch, wir schaffen was. Kleine Lecks am Anfang wie immer. Oh, das legt sich ja gleich. Da haben wir schon mal eine Cis. Ja, sorry, das fährst du mir auch ein. So, wir haben jetzt 3 Punkte. Wir fahren direkt durch nach C. Und zwar ist das die 3. So. Wir geben auf jeden Fall schon mal Kette. Ich gebe nochmal Befehl, auf C zu gehen. Hoppala, wir müssen rechts hoch. Ah. Ja, auf zu meckern. So, ich hoffe, dass meine Leute hinterherkommen und mich jetzt hier nicht ganz alleine stehen lassen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, hoch hier. Okay, wir könnten natürlich auch direkt hoch zum A-Punkt fahren. Wenn wir eh schon hier sind, nehmen wir einfach mal A ein. Wow, ich bin erschrocken. Alter, hab ich mich verjagt gerade. Du Pisser, Alter. Fick dich. Bist du drauf? Alter. Was zum Teufel? Was zum... Alter. Wie gehst du ab, bitte? Hoppala. Alter, der M4-1 ist immer... Boah, Bob Marley ist böse. Ich bin gerade echt... Hab ich gerade richtig verjagt, ne? Richtig übel. Ja gut, dann nehmen wir jetzt unseren schweren Panzer und versuchen damit noch was zu machen. Das meine ich, man spawnt oder man spawnt jemand vor einem oder in einem. Hatte ich auch schon mehrfach. Ja, bleib doch nicht stehen. Mensch, das Kind. Vielleicht schaffe ich auch mal hier ein, zwei Leute mit reinzunehmen. Wenn ihr Bock habt, einfach mal anschreiben und in die Kommentare. Da lässt sich sicherlich etwas finden. Jetzt nehmen die schon unseren Spawnpoint in der Beschuss. Das ist kein gutes Zeichen. Ich bleibe einfach mal hier stehen. Versuche sie ein wenig zu flanken. Hier kriege ich auf keinen Fall rein. Der hier ist dann schon besser. Direkt einen Crit gegeben. Hubertikus. Hubertikus ist noch nicht tot. Okay. Schade, aber gleich. So ziemlich jetzt. Immer noch nicht. War eine Abschusshilfe. Naja. Der steht hinter einem Felsen, der kleine Angsthase. Hat enorme Framebrüche und ich weiß nicht wieso. Sowas nervt. So, wir fahren jetzt mal drauf und hoffen, dass wir was kriegen. Setzen wir noch relativ weit hinten. Auf A fahren wir jetzt nicht, wir fahren hoch zu C. Könnten die mal von hier aus ein bisschen unterstützen. Ja, ist klar, weißt du. Halt's Maul da oben.
Das gibt's doch nicht. Mir wird meine Schutzkontrolle zerrissen oder was? Ja, ist okay. Jetzt lädt er nach. Der ist tot. Mit so einer Leiche gefahren, ich Idiot. Oh, es kann doch nicht wahr sein. Die Aufnahme ist richtig scheiße. Richtig für den Arsch. Ja, hier, weißt du. Kann aber nicht wahr sein, ey. Voller Stuck! Was soll denn das? Ein bisschen. Den oder den hier ist jetzt die Sache. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den und fahren beim östlichen Punkt rein. Guck mal, wie das so wirkt. Na komm. Danke. More enemy in A. Okay, dahin. Wir crashen jetzt hier runter. Gegen der Wand. Weil ich den Panzer über Kontrolle habe. Okay, wir haben festgestellt, in A steht jemand. In A steht immer noch jemand, okay. Heißt, wir werden jetzt versuchen, dort hochzukommen. Ich lasse das im Tunnel. Ja, halt's Maul. Upsala. Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg. Alter, lass mich. Ich repariere jetzt erstmal kurz gerade. Scheiße, da kommen wir nicht lang. Wie viele stehen denn da drinnen? Das kann ja nicht sein, ey. Ich sehe jetzt schon, dass wir die Runde hier verlieren. Allerdings, wenn sie jetzt wirklich C einnehmen, da oben von uns. Was nicht passiert wird. Weil er sich mal weiter entfernt. Turboantrieb repariert, na super, ey. Der bringt sie auch. Ist ganz langsam und vorsichtig. Oh! Oh! Ich glaub's nicht. Ich bin echt. Nee. Nee, Leute. Nee, keine Worte. Keine Worte. Echt keine Worte. Okay, Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir haben die Runde definitiv verloren, das schaffen wir nicht mehr. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, würde mich sehr dafür interessieren. Wir können mit euch diskutieren darüber und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Wars Underground Forces. Bis dann, haut rein, eure Pink B. Mach's gut, ciao.